Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Let's Play Far Cry Primal. Das ist jetzt nicht so krass schwer, die Leute hier aufzuhalten, wenn ich ehrlich bin. Viel Spaß. Mann, wieso ist das denn jedes Mal hier? Wir haben das doch schon mal gemacht. Da kommen sogar noch mehr. Heilt der sich selbst? Nein, sieht nicht so aus. Na ja, gut, dann bitteschön. So. Wo sind die Schmocks denn? Na gut, schon da werden sie ja nicht kommen. Sondern eher von hier. Das ist jetzt auch irgendwie nicht so krass schwierig, aber was ist denn? Willst du gestreichelt werden? Der riecht die ganze Zeit an mir. Oh. Das war jetzt nicht der Plan. Na gut. Bitte schön. Da ist jetzt wieder so ein Dude. Ja, kümmer du dich mal da drum. Oh. Jetzt habe ich schon wieder keine Pfeile mehr. Das ist halt immer das Nervige. Aber ich denke mal, auf Dauer sollte sich das ja klären. Ja, ich habe denen ja jetzt geholfen. Reicht's dann nicht langsam? Na gut. Die feiern sich hier voll ab, obwohl die halt einfach überhaupt nichts gemacht haben. Kann man machen. Ich feiere es auch immer, wenn andere Leute meine Arbeit machen. Super. Ja, keine Ahnung. Wir gehen weiter. Es ist so weird. Was ist das? Naja, gut. Kann man einfach mal mitnehmen. Boah, mir fällt schon wieder auf, ich muss gleich was essen. Ich habe irgendwie gerade richtig krass Hunger. Schrecklich. So, das nehme ich auch mit. Das nehme ich auch mit. Was erwartet man jetzt von mir? Ich soll irgendein Blatt sammeln. Okay. Mache ich. Ich wollte schon gerade sagen, was soll ich jetzt machen? Hallo? Stirb. Das fand ich lustig. So, der tut mir jetzt immerhin. Na naja, gut, so geht's auch. Jetzt soll ich irgendein Blatt sammeln. Ich weiß nicht, ist dieses Blatt gemeint? Ich glaube schon. Naja, jetzt wissen wir, warum die Olle es nicht selbst sammeln wollte. Wozu haben wir noch mal eine Bestie? Ach so, ja, dafür, dass sie uns nicht hilft. Super. Immer wieder ein Vergnügen. Genego Davy! Genego Davy! Tu
Das hat ja super geklappt. Ist doch gut. Ich finde es sehr lustig, wie er das Kind so hält, wie so ein Hund. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Meme mit Paris Hilton und ihrem Hund kennt. Die hält ihn ja auch immer so. Es gab mal so ein Meme, da ist sie mit dem Hund auf dem Arm in so ein Café reingelaufen und hat die ganze Zeit den Hund auf dem Arm gehabt. Das sah unglaublich lustig aus. Und genauso sieht er mit seinem Kind auch aus irgendwie. Ich hoffe, jetzt fühlt sich nicht irgendjemand getriggert, weil ich das Kind mit einem Hund verglichen habe. Das war nur ein Spaß. Chillt. So, wir sollen jetzt erstmal entkommen. Oh. Beschaff dir einen Kletterhaken. Ja, toll, ich habe keinen. Hast du einen? Sieht nicht so aus. Hast du einen? In der Tat. Danke. Ich freue mich sehr. Gut. Aber das sah halt irgendwie echt genauso aus wie Paris Hilton mit ihrem Hund. Naja, für Paris sind ihre Hunde, glaube ich, ja auch ihre Kinder, oder? Also ich würde das jetzt so interpretieren. Ist ja bei voll vielen so, dass die Hunde ja auch wie so ihr Kind behandeln. Ist ja auch eine gute Sache, finde ich. Also das nicht, aber also dass wir runterfallen, aber dass man die Kinder halt, die Hunde gut behandelt, würde ich schon sagen, ist eine löbliche Sache. Und ja, es ist vielleicht irgendwie manchmal ein bisschen strange, aber allgemein sollte man seine Haustiere ja auch immer gut behandeln. Von daher finde ich das ganz gut. Wo? Ah, okay. Auf Wiedersehen. Nerv mich nicht. Ja, ich wollte das haben und, ja, okay, das ist okay. So, wo bin ich denn hier? Hier ist ein Feuer, guck mal. Pfeile anzünden, naja, ob das so eine gute Idee ist, ich würde sagen, nein. Auf Wiedersehen. Ich versuche mir mal so viele wie möglich schon mal ins Fadenkreuz zu holen, aber ich sehe jetzt nicht so viele. Stirbt der? Oh. Oh. Hm. Du siehst mich nicht. Wer auch immer da war. Oh. Ja, mit dem muss ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Nerv nicht. Und bitte vergifte mich nicht. Danke. Hat der mich jetzt automatisch gesehen, weil er die Leiche gefunden hat? Ich hoffe ja mal prinzipiell nicht. Aber er kommt natürlich jetzt genau in meine Richtung. Aber er hat mich noch nicht gesehen. Okay. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Können wir eigentlich mittlerweile, wir haben wieder Fähigkeiten, können wir ja, das könnten wir jetzt gebrauchen. Aber dafür haben wir natürlich nicht genug Punkte. Puh. Aber ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil jetzt können wir genau in dem Moment einfach abhauen. Ciao, ciao. So, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Hier lang? Können wir auf der Map eigentlich gucken, wo wir sind? Okay, wir sind so richtig heftig am Arsch der Welt.
Na, klasse. Also ich denke mal, das war nicht der letzte Kampf hier. Ja. Ich glaube, da lag ich gar nicht mal so falsch. Nein. Schnauze. Schnauze. Ich glaube, auf Dauer sollte ich mir meine Pfeile wiederholen. Sonst wird es echt problematisch. Oh, fuck. Danke. Danke. Kann ich meinen Pfeil wieder haben? Der wirkt nicht so gut gelaunt. Vielleicht sollte ich mir deshalb auf Dauer auch diese Geschenktüten holen. Ich glaube, das ist ganz gut. Lol. What the fuck? Was tun die hier alle? Und wo ist jetzt die Geschenktüte da? Geschenktüte, als ob das so ein echt nices Geschenk wäre. Aber einen Knochen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich bräuchte eher so Holz oder so. Ich stelle mal noch so her. Also noch so ein bisschen was her. Hier ist auch noch so Shit, den wir gebrauchen könnten. Speer. Ja gut, aber das brauche ich halt alles nicht so wirklich dringend. Eine Keule. Ich weiß auch nicht, ob ich hier lang muss. Ich gehe jetzt einfach mal lang. Checkpoint, ja. Töte den Höhlenwächter. Ja, wo ist der denn? Oh. Oh. Einen Moment. Wir wollen uns in die Augen gucken, wenn ich ihm das Licht auspuste. Auf Wiedersehen. Okay, das war vielleicht jetzt nicht unbedingt der schlauste Move, den ich in meinem Leben gebracht habe, aber der dümmste war es jetzt auch nicht. Ist okay. So, jetzt haue ich einfach mal ganz kurz für den Moment ab und hoffe, dass mich hier keiner abfacken will. Ich glaube, die ist deshalb weiß, weil sie unbewaffnet ist. Kann das sein? Hallo? Nein, jetzt nicht. Oh, oh. Nein, jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll, wenn ich ehrlich bin. Das macht es gerade ein bisschen problematisch. Au. Oh. Auf Wiedersehen. Kommen die hier jetzt auch hoch? Hallo? Nein, bitte nicht. Ihr könnt ruhig da unten bleiben. Viel Spaß. Ich glaube halt, das wird es noch nicht gewesen sein, oder? Durchsuche die Höhle nach dem Ausgang. Bin ich hier wenigstens alleine? Sieht so aus. Ich glaube, das ist ungesund, genau. Erinnere mich, das macht so, ist immer so ein bisschen Tomb Raider-Feeling, wenn man so grünes Gas sieht. Ach ja, Tomb Raider. Hätte ich auch, hatte ich, das habe ich glaube ich schon letztens gesagt. Da hatte ich letztens schon echt Bock drauf. Muss ich echt irgendwann mal wieder spielen. Huparash. Darubalya.
Lie, Wobby. Charufadaspi, Pasalwaya. Machi, Auchat. Utakar uli mwana. Usi saus hinacha. What the fuck? Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? So. Okay, wir sind jetzt wieder im Camp, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Sind wir hier? Ja. Perfekt, gut. Dann haben wir jetzt hier eine Mission bekommen, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal so hier lang. Aber die ganzen Missionen hier sind jetzt weg. Okay. Das Gegengiftrezept kann dir helfen. Ich habe keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Und wieso sind die ganzen Missionen hier jetzt weg? Ah, okay, ich kann das Gegengift im Nahrungsmenü herstellen. Wo ist das? Ach, das war, glaube ich, dieses Heilungsding, oder? Okay. Das war weird. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Denn wenn das halt schon wirklich, und das wird doch noch nicht die letzte Mission sein. Auf keinen Fall. Wir schauen mal kurz Fähigkeiten. Wie sieht's da aus? Wir haben einen Punkt. Der bringt mir jetzt nicht so viel. Jetzt sind die Missionen wieder da. Ich würde sagen, die machen wir halt zuerst. Und ja, nach der Folge werde ich wahrscheinlich eine kurze Aufnahmepause machen und dann erstmal was essen, denn ich habe gerade echt krass Hunger. Und ja. Ah, okay, jetzt seht ihr unten rechts, es läuft auch nach einer Zeit ab. Na gut. Ich meine, wir hatten ja auch noch genug für irgendwie so 10 oder so. Aua. Du blödes Mistvieh, Alter. Habe ich gerade keine Bestie am Start? Jetzt schon. Gut, wir sollten auf jeden Fall auch auf dem Weg Holz sammeln. Schon wieder. Die Viecher sind hier halt auch irgendwie so krass nervig. Ich habe keine Ahnung, ob ich auch nur halbwegs richtig bin, wenn ich hier durchgehe. Ich schau mal kurz auf die Map. Weiß es nicht. Wir können ja einfach mal gucken. Habe ich hier nicht damals die Wasserleichen rausgezogen? Das war doch hier. Okay, ich komme hier oben rum wieder raus. Auf Wiedersehen. Meine Bestie kann ganz gut auf sich aufpassen, denke ich. So. 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 Und ja, jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Wir sind auch anscheinend gerade ein bisschen zu hoch für die Mission, also müssen wir ein bisschen weiter nach unten. Aber ist okay. Was ist das? Okay, das ist nur ein Bär. Nur. Oh oh. Nein, okay, der Bär, ich dachte, der Bär will Drama machen, aber er hat sich noch beherrscht. Jetzt muss ich gleich echt erstmal unbedingt was essen. Ich hab ja, also ich krieg gerade richtig krass Hunger. So. Gut, ein bisschen was gehen wir noch, so eine Minute oder so. Und dann machen wir uns, also dann beende ich die Folge auch für heute.
die YouTube-Tipps würden sich jetzt wieder aufregen, dass ich sowas überhaupt sage. Man sollte also sowas ja am besten nicht sagen, um die Zuschauerbindung zu erhöhen, aber wenn ihr halt jetzt nicht eine Minute sehen wollt, wie ich durch die Gegend laufe, könnt ihr meinetwegen auch abschalten. Also, hier wird nicht mehr so viel Spannendes kommen. Und ja, hi, würde ich auch sagen, hi. Ja, aber falls ihr es doch sehen wollt, ihr seid natürlich trotzdem herzlich willkommen. Ich versuche diese Minute mit Content zu füllen, so gut es geht. Jetzt sind wir anscheinend schon ein bisschen zu tief. Naja, läuft heute wieder. Vielleicht hätte ich dieses Perk-Ding doch nehmen sollen. Was mir bei Höhen hilft. Zwei Bären, die sich angiften. Spannend. Gut, ich würde aber prinzipiell sagen, an der Stelle setzen wir dann jetzt doch einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir einfach mal. Lol, verpisst euch von meinem Feuer. Und dann schauen wir einfach mal, was uns noch so erwartet. Ich kann auch einfach drüber laufen, okay. Gut, bis zur nächsten Folge.